Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LS22 Alma, Missouri. Oh, ich habe was vergessen. Ich wundere mich, warum zieht die Gurke nicht? Das Schläuche habe ich vergessen. Alter, schon ganze Zeit, hä? Ja, ich habe den Trecker geholt, wie ihr seht. Zum Abtanken. Und jetzt muss ich jetzt erstmal einmal gucken. Wie war das mit dem Ohr ausklappen? War das O? Wow. So, jetzt hoffe ich da, dass der richtige Trecker ist. Ich gehe jetzt aber mal ganz stark davon aus, weil das ja alles beieinander stand. Der Sattel wird es nicht gewesen sein. Ja, hervorragend. Toll, ja, und dann haben wir ja tatsächlich in der nächsten Geschichte werden wir dann ja mit unserem Nova, den wir am Anfang hatten, der uns ja nicht mehr gehört, ernten. Wieder einmal dreschen. Ja, passt auch alles rein? Jawohl, passt alles rein. So, gut. Wo müssen wir denn hinbringen? Getreidegedöns. Da waren wir ja auch noch nicht, ne? So, Ernte aktiv. 80 Liter Sonnenblumen an den Verkauf für Getreide. Okay. Getreide. Das meine ich war doch hier am Bahnhof, oder? Nee, Eisbahnlagersilo. Verkaufsräume für Getreide. Ach, da ist das, genau. Okay, ja, dann würde ich sagen, Attacke. Fahren wir da mal hin, ey. Ah, hier unser erstes Feld, was wir gemacht haben. Der 4-Stunden-Uncut-Folge, oder was war das? Ja, nee, mache ich nicht wieder. Maximal 2 Stunden und dann... wird die Uncut-Folge halt ein bisschen zum... ja, so eine Pseudo-Uncut-Folge. So, aber hier fahren wir jetzt einmal fix zum Getreidesilo. Ich bin gespannt, das kenne ich ja auch noch nicht. Da waren wir ja auch noch nicht. Schauen wir mal. Mal ein bisschen gucken hier. Was fahren wir hier überhaupt? Was haben wir hier? Ist das New Holland, ne? Das ist nicht unser, der hat auch Radgewichte. Und den Klaas Karat 140 TD. Oh. Eigentlich auch nicht schlecht. Auch sehr geil. Weiß gar nicht. Ups. Mama, das würde ich schon gerne mal mit euch zusammen machen. Die Tour. Aber ich denke, da können wir uns dann einmal rein verkrümeln. Werden wir eigentlich verfolgt? Nein. Wir sind ja auch schon gleich an der Kreuzung. Müsste das eigentlich sein? Was ist das da oben eigentlich? Was steht da eigentlich? Was sind das für Punkte? Das ist doch nicht unseres, oder? Das, diese beiden Punkte finde ich merkwürdig. Ich will da einmal hochfahren. Ich will da einmal gucken, was das hier ist. Ach nee, das ist das Sägewerk und das sind hier Dingspunkte. Ich dachte, da steht schon irgendwas, dass uns da was von gehört. Nee, das sind nur die Trigger. Gehört uns nix. Ja, ab und zu ist das so, dass man was übersieht, ne? So. Getreidesilo. Ich glaube, ich würde mir das vorsichtshalber
einmal markieren wollen. Geht das? Also wo es ungefähr ist, weiß ich aber nicht, dass ich das irgendwie ins Falsche abgebe. Das wäre blöd. So gut kenne ich die Karte ja auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie hoch Sonnenblumen zurzeit im Kurs sind. Kann natürlich gut sein, dass... Kann natürlich gut sein, dass wir gut was kriegen an Kohle. Bleibt ja immer ein Stückchen übrig. So, gleich die nächsten nehme ich dann auch den Drescher und den Anhänger mit. Auf die Rübenerd bin ich, da freue ich mich auch schon drauf. Sagt er jetzt und dann nachher. So. Aha. Okay, dann springe ich mal rein. Okay, und hier wird das ja auch nicht hoch genug sein wieder, denke ich. Oder? Ist das hier hoch genug? $965 haben wir als Bonus bekommen. Okay. Fahr einmal außen rum. Fahr einmal außen rum. Fidibum, dum, 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 dum. So, jo. Schön, ja. Endlich den kleinen Dresch-Auftrag abgeschlossen. So. Dann steigen sie mal aus. Und dann sagen wir... Da abgeschlossen, ich wollte gerade sagen, abschließen. Ja, machen wir abschließen. So, Nummer 2. Feld 21. So, da würde ich denn gleich mal sagen, wir nehmen den schönen Favorit 500. Lalalalalalala. Eieieiei. Eieiei. Ja, ja, okay, kommt. Nehmen wir mal. Muss dann auch mal schalten. Ich schätze mal, hier gibt es keine Heckkamera drin. Aber ich muss noch weiter zurück. Das ist, wenn man halt so ein Vario gewohnt ist und sowas, ne? In diese Richtung. So, okay. Dann schließe ich jetzt mal den Mähdrescher an und dann. Den kleinen kennen wir ja schon. Wir brauchen etwas absolut Großes an Mähdrescher, Leute. Anschließend mache ich es auf dem Feld. Okay. So, jetzt muss ich erstmal wieder sehen, wie das hier mit dem Follow Me war. Ich wusste, dass alles war. STRG war das. STRGF. Ne, das ist... Achso. STRG rechts und F. So.
So, ein kleines Stück fahren wir zusammen. Ich denke, ich mache da eine Blende. Ich glaube nicht, dass ich euch das antun muss, oder? Da hoch zu fahren. Da ist ja die Folge zu Ende, bevor wir da sind. Weil die 21... Naja. Ja, nee, die ist ziemlich weit hinten durch. Naja, gut, also ich komme hier die Straße, also die 23 wird einfach, die komme ich da durch. Nee, ich muss außen rumfahren. Ja, gut, Freunde, wir sehen uns dann gleich auf dem Feld. Also Leute, ich kann euch sagen, wenn man hier mit 22 km/h auf der Karte unterwegs ist, das ist schon sportlich. Nicht. So, wir müssen jetzt hier über den Hof. Ist der andere noch dabei? Ja, hier über den Hof. Ich glaube, hier den Weg lang. Müssen wir da durchs Wasser durch? Ich hoffe, ich komme da durchs Wasser durch. Ah, das ist ein Fjord. Fjord, ja, geht. Das Wasser ist schon geil. Das Wasser gefällt mir schon richtig gut. Ja, das geht so gerade eben. Hier ist noch ein zweites. Sollte man sich überlegen, abzukürzen hier am Feldrand. Würde ich schon eher sagen, ja. Oh, ich hätte euch am Feld direkt abholen sollen, glaube ich. Mann, Mann, Mann. Na, auf jeden Fall haben wir Follow Me unseren Vehikel mit am Start. Oh, Kollege. Ja, es ist mit der Straßenführung hier, ist das auch echt knacke, ne? Da muss ich gleich mal sehen, ob wir nicht da, ob es da nicht irgendwie einen kleinen Schleichweg irgendwo durchgeht. Weil hier die Felder zu erreichen, einmal ganz außen rumfahren. Naja, gut, hat auch irgendwo seinen Reiz, ne? Wenn man viel auf Fahren aus ist. Bloß mit einem Mähdrescher hätte ich das gewusst, dann hätte ich euch erst hier abgeholt. Aber ja, gut, ist halt so. Da vorne ist das Feld auch schon. Da können wir dann gleich loslegen. Obwohl das im Moment nicht so aussieht, als ob das eher was Feldiges ist. Ist auch nicht groß. Ist alles aber nicht groß. Wie ihr seht, hier, was soll ich hier denn eigentlich ernten? Ich guck noch mal eben. Ich weiß gar nicht, was sollte sich das... Ich habe bloß aufs Geld geachtet, wisst ihr? Ernte. Ach, Sojabohnen. Ah, ich habe mich schon gewundert, warum mit dem Drescher... ach nee, das war ja so. Jetzt stelle ich den erstmal hier an die Seite. Oh, ich muss ja ehrlich gestehen, Leute, diese alten Dinger, ne? Ja, sehen cool aus, aber mit der Schaltung, oh, ich komme ja gar nicht klar. Nee, halt, du musst das doch einmal ankoppeln. An der Seite. Lassen, das kann auch sein. Baba, ich hab's gleich. Ich guck mal.
So, das aus. Tja. Das gute Ding kennen wir ja. Hervorragend. Da haben wir ja so ein paar Stündchen schon drauf verbracht. Ah, so hier kann man aber schlecht sehen. Das Feld ist auch nicht gerade mega toll. Auch Rüben ernten. Dann gleich mit so einem riesigen Vollernter. Das ist natürlich auch richtig cool. So, hier fahre ich zwei, dreimal, glaube ich, das Vorgefände und dann muss ich mal schauen. Eventuell schmeiße ich hier auch OCR rein. Ne? Mal gucken. Wir fahren mit dem Nova hoch und runter. Oder so ähnlich. Ne? Aber mach doch mal Strohablage ausschalten. Die brauchen wir ja gar nicht. Ich wollte einmal kurz. Echt jetzt. Warte, Interesse, was bist du? Du bist doch eine Seemaschine, ne? Leute, wir haben kein Geld. Ja, sowas von kein Geld. Und wo kommen wir? 1,5 Millionen, ne? Ups. Ja, mein Gott. Wollte halt die Villa und das Boot und so. Nützt ja nix. Na, aber ich denke, hier werden wir einmal zwischendurch abtanken müssen. Hier werden wir zwischendurch abtanken müssen. Da muss ich ja sagen, bin ich ja auch ganz schlecht drin, ne? Von innen sowas hier zu machen. Weil ich finde, man sieht das ganz schlecht. Also ich sehe es zumindest ganz schlecht. Kann ich das besser dampfen? Bin ich ja auch so eine Weichnase und fahre mit VCA in den meisten Fällen. Ja gut, ich schätze, ja, noch einmal gleich rum. Und dann denke ich, würde ich VCA das Ganze machen. Und hier handhaben wir das denn, glaube ich, so. Wir machen jetzt noch auf jeden Fall das Ding zu Ende. Zusammen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Sollten wir das Zelt nicht ganz abgedroschen kriegen, fahre ich das zu Ende und dann sehen wir uns dann beim Abtanken wieder. Ne? Und fahren dann gemeinschaftlich mit dem Trecker, dass wir die alte Gurke mal gemeinschaftlich befahren. Auch runter zum Silo. Beim Rübenernten denke ich, werde ich denn wohl aber einen Schnitt machen. Weil ich glaube, das Feld wird nicht so groß sein, dass ich eine Uncut-Folge machen kann, die sich lohnt. Ah, wobei, ich unterschätze das mit der Zeit hier ja immer noch, ne? Ja, dann müsste ja auch bald unser Maisfeld soweit sein. Oh, da kommt die große Geschichte.
Kauft er einen Drescher, ja oder nein? Wird er gemietet, ja oder nein? Ist ja nicht nur der Drescher, ist ja auch das Schneidwerk, was reinkommt, ne? Scheiße. Ah, mal gucken. Ja, ist das so schön. Man muss investieren, um Geld zu bekommen, ne? Oder man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. So war das. Ich weiß gar nicht, wie viel Kapazität der Anhänger hat von unserem Leihwagen. Sonst hätte ich fast gesagt, würde ich unser Containergedöns einmal holen. Würde ich dann dem Helfer noch mal eine Chance geben und den mal hochfahren lassen. Weil der hat ja nicht so einen großen Tank. Aber das ist doch eine Menge hier. Aber bei unserem haben wir 40.000 Liter hier. Naja. Ach schau, vielleicht testen wir das doch mal. Wir gucken. Eigentlich könnten die ja auch noch mal für unseren unser neuen Container. Ich weiß das gar nicht, wie das Ding heißt, sage ich richtig. Das ist ja kein Lifter, das ist ja. Ah, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So ein Aufsackcontainer-Gedöns. Aber schön, wenn sie da endlich mal was im Angebot hätten. Aber mal gucken. Wenn ich tatsächlich das mache, den Mähdrescher. Es ist echt noch nicht. Jedes Mal das Gleiche, ne? Alles auf einen Anhänger kriege, ist das ja okay. Ja, da fahre ich jetzt natürlich mit meinem kleinen Thresher hin. Wartet. Alles angeschlossen. Bleib doch einfach erstmal da stehen. Ich weiß echt nicht, wie viel die da reinpassen. Ja, ich sag mal, wenn alle Stränge reißen, lasse ich den mit dem Helfer wegfahren. Dresch hier weiter und kann dann spreng deinen Eimer rüber und entleer den. Ja, das ist auch noch eine Alternative. Das würde ich auch noch machen. Aber lass uns doch mal gucken. Das müsste ja wohl stehen. Brandner. Zählt der jetzt bei uns als... Nee. Das ist ein Brandner-Anhänger. Das ist ja so ein Standardding eigentlich, oder? Rudolf? Hier, Brandner. Ist doch der hier, ne? Kubik. Das ist jetzt doof. Aber warte mal, ich den. Steht leider nur die Anzahl da, ne? Ja, ist ja klar. Ja gut, werden wir sehen. Werden wir sehen. Wir können ja mal gucken.
wie voll der jetzt ist. Der hat 25%. Ja, könnte klappen. Könnte klappen. So. Ich wollte ja noch ein bisschen weiter rumfahren, ne? Wo habe ich aufgehört? Habe ich hier aufgehört? Ja. Ja, wie viel sind das hier? Wie viel tun wir? Sollten wir alles aufbringen? Das sollte nicht so das Problem sein. Würde ich gleich aber mal VCA tatsächlich anschmeißen. Können wir aber noch ein paar Pläne schmieden, ein bisschen gucken. Da lohnt sich hier fast auf dem Feld gar nicht, aber ich mach's trotzdem. Arbeitsbreite 5 kommt mir bekannt vor. Ausrichtung. Machen wir so, würde ich sagen. Ja, sieht gut aus. Zack, angeschmeißt und nee. Attacke. So, da können wir auch mal einsteigen. Moin. Ich kenne dich doch noch von früher. Als wir anfingen, vor 23 Folgen. Ja, ja. Schnappe ich mir gleich die Mitte. Ja, wie gesagt, wir haben es da schön abgetankt. Das hier machen wir noch. In die Mitte rein. Ah, ne, ne. Ja, das ist gut. Endlich wieder auf den Drescher. Ich habe schon gedacht, ey, der September war ja echt mau. Also da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Also wie gesagt, ich würde gerne, weil ich auch ein bisschen Bock auf Forst habe, was es hier leider nicht so gibt, würde ich tatsächlich unser Maisfeld, ob es jetzt sinnig ist oder nicht, mit Bäumen bestücken. Würde dann noch ein paar Lohnaufträge machen und dann sehen, ob wir noch ein anderes Feld bekommen. Dann natürlich noch Treibhäuser mit reinnehmen. Auf jeden Fall Treibhäuser mit reinnehmen. Und dann gucken wir mal. Wie wir da so zu Potte kommen. Ich meine, wenn wir nachher mehr Treibhäuser haben, dann geht es ja auch ab. Und ihr seht ja, jetzt haben wir ja genug Aufträge. Dann können wir auch noch mal flügen. Wir können... Jetzt mal sehen, ob wir dann irgendwann noch mal Viehhandel betreiben, ob wir uns wirklich eine Viehzucht aufbauen. Aber noch nicht. Noch nicht.
Weil für Viehzucht braucht man auch eine Graswiese. Oder tatsächlich Gras, aber Silageballen bringen viel Geld, ja, aber ich möchte auch gerne immer mal was anderes machen. So, dann machen wir noch mal eine Bahn gemeinschaftlich runter. Und dann beende ich auch die Folge und werde dann hier noch ein bisschen dreschen und hole euch dann zur nächsten Folge wieder rein, wenn wir noch so zwei, drei Bahnen überhauen. Ne? Ich würde sagen, das ist gut. Das machen wir so. Das schauen wir mal. Dann kommt was ganz Neues. Rübenernten. Hey, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder hier auf dem Sojafeld beim Dreschen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann ja morgen. Ne? Also, mach's gut, euer Machu. Ciao. Wir dreschen, wir dreschen.